Hallo und herzlich willkommen zur 43. Ausgabe der besten Apps der Woche. Heute geht es um Geschicklichkeitsspiele und außerdem reisen wir in die Welt des Steampunks. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Ja, die erste App, die ich euch zeigen möchte, heißt Impossible Cave. Hierbei müssen wir dieses Viech, was ihr hier seht, steuern und dabei durch diese Höhle begleiten. Das können wir einfach, indem wir den Finger gedrückt halten und halt nach oben und unten wischen. Je nachdem wird dann halt auch dieses Monster oder dieser schwarze Klops hier einfach gesteuert. Dabei müssen wir halt aufpassen, dass wir nichts berühren, also nirgendwo gegenstoßen, dann haben wir nämlich verloren. Und dabei geht es halt darum, so lange wie möglich zu überleben. Und das Ganze wird halt anhand von einer Zeit gespeichert. Je nachdem, wie lange man halt überlebt, desto einen höheren Highscore bekommt man. Und ja, das ist auch schon das Grundprinzip hier. Ich zeige euch jetzt hier noch ein bisschen, wie ich das gespielt habe. Ich finde halt an dieser App gut, dass es so schwarz-weiß aufgebaut ist und dadurch recht simpel wirkt. Und ja, ich mag das einfach, wenn so eine App leicht wirkt und auch nicht too much einfach ist von der Grafik. Und das ist einfach hier auch gegeben. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine nette App für zwischendurch, die auch kostenlos ist. Wirklich wieder alle Links zu den Apps und alle Namen stehen natürlich auch wieder in der Beschreibung. Also falls ihr Interesse habt, guckt in die Beschreibung, klickt auf den Link, ladet sie euch runter, ist kostenlos, kann ich nur empfehlen. Als nächstes möchte ich euch dann die App Bouncy Bit vorstellen, die auch kostenlos im Play Store erhältlich ist. Und diese ist wirklich auch wieder vom Spielprinzip her sehr einfach. Aber das macht wirklich sehr viel Spaß, weil es auch hier wieder einfach ein Geschicklichkeitsspiel ist. Wir müssen einfach hier diesen kleinen Kasten, ich weiß nicht, was das jetzt darstellen soll, diese kleine Figur halt, die müssen wir steuern und dabei geht es immer vom linken Bildschirmrand zum rechten Bildschirmrand und wieder zurück. Und dabei müssen wir halt aufpassen, dass wir hier nicht in diese Zacken reinkommen, weil dann haben wir sozusagen verloren. Und jedes Mal, wenn wir den Bildschirmrand berühren und dabei nicht sterben, bekommen wir halt einen Punkt dazu. Und somit kann man sich dann halt einen Highscore erspielen. Und ja, mir macht es wirklich ziemlich Spaß. Hat irgendwie ein bisschen was von der Steuerung wie Flappy Bird. Dass man halt immer so drückt und dann wieder ein bisschen Aufschwung bekommt. Das kennt man halt davon. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Solltet ihr auch es probieren, ist auch kostenlos. Und ja, somit können wir auch gleich zur nächsten App kommen. Und ja, diese App hat auch wieder was mit Bouncy im Namen, und zwar ist diese Bouncy Ball. Und ja, das ist auch, wie ich, wieder etwas mit Geschicklichkeit. Und zwar müssen wir hierbei diesen kleinen Ball hier durch Tippen nach links oder nach rechts halt hier bewegen. Und dabei springt er halt immer, je nachdem, wie lange wir gedrückt halten. Und ja, dabei müssen wir ihn halt hier immer durch so ein Level schicken, und das ist halt hier levelbasiert, also es geht nicht darum, Highscore irgendwie zu machen, sondern es geht einfach darum, immer diese Level hier zu bestehen. Dabei gibt es dann halt immer hier so besondere Kästen, auf die man springen kann, wo man dann zum Beispiel irgendwie höher springen kann oder seitlich abgeschossen wird. Sowas kommt dann halt hier immer häufiger vor und es wird natürlich immer schwieriger. Wie ihr jetzt hier auch schon seht, wird das hier gleich mit diesen Zacken dann noch viel schwieriger, weil man dann darüber halt springen muss. Und ja, dabei kann man noch diese anderen, ja, ich würde jetzt mal sagen, Geldmünzen einsammeln, um einen höheren Highscore zu bekommen. Und ja, danach wird dann halt, je nachdem, wie gut man war, bekommt man dann eine Sternebewertung. Jetzt, das hier ist zum Beispiel schon ziemlich schwer. Da muss man erstmal hier fliegen und dann im richtigen Moment drücken, damit man da runterfällt. Und ja, das ist es eigentlich alles zu Bouncy Ball. Auch kostenlos, ladet es euch runter, wenn ihr Bock darauf habt. Jetzt kommen wir zu einer wirklich netten App, und zwar Steampunk Tower. Und hierbei haben wir diesen kleinen Turm hier in der Mitte, den wir halt selber bestücken können mit irgendwelchen Kanonen. Jetzt zum Beispiel hier haben wir ja, ganz normale Kanonen, es gibt dann auch Maschinengewehre. Und da kommen natürlich auch immer noch weitere Kanonen dazu, und der Turm, der wird auch immer noch größer. Das ist ja jetzt hier auch wieder levelbasierend. Und ja, es geht eigentlich darum, dass man diesen Turm hier halt managen muss. Man hat halt diese Kanonen, die man sich halt immer durch sein Geld, was man hier im Level freischaltet, wieder kaufen kann. Und da kommen natürlich auch immer wieder andere Gegner, wie jetzt hier zum Beispiel diese kleinen Helikopter. Da kommen immer mehr dazu. Und was es natürlich auch immer schwieriger macht, jetzt wird zum Beispiel unser Turm größer, somit haben wir noch mehr Platz für weitere Kanonen. Und wir müssen halt managen, welche Kanonen brauchen wir, auf welcher Seite kommen gerade mehr Gegner, dann müssen wir die hin und her verschieben. Und natürlich müssen wir auch immer wieder nachladen, weil ihr seht, über diesen Kanonen ist immer so ein Ladebalken. Und wenn der zu Ende ist, müssen wir die wieder zurückschieben und einmal aufladen. Das muss halt immer noch mit eingeplant werden. Deswegen ist es jetzt hier nicht so, dass man nur stumpf eine Kanone baut und dann schießen lässt, sondern man muss die auch wirklich managen, was ich wirklich ziemlich gut finde, weil das dann nicht so wie bei anderen Defense-Spielen halt ist, dass man den Turm baut und die machen das dann alleine.
Hier geht es wirklich auch darum, dass man irgendwie ein bisschen selber noch taktiert und sich halt überlegt, jetzt hier zum Beispiel mit dem Nachladen, wie man das am besten managt und wo man welche Kanonen braucht, je nachdem. Außerdem kommt dann im späteren Spielverlauf noch dazu, dass man nicht nur diese Kanonen hat, sondern auch Spezialeigenschaften, die man einsetzen kann, wie jetzt hier zum Beispiel diesen Laserstrahl. Den kann man jetzt hier einsetzen, um dann so eine finale Welle aufzuhalten. Das ist auch wirklich ganz cool und da kann man sich natürlich auch mal neue Sachen freischalten. Und ja, dann kommen wir jetzt zur Community-App. Wie jede Folge könnt ihr mir auch wieder Apps natürlich vorschlagen. Dieses Mal ist es Trios und das wurde mir von Leon Happy vorgeschlagen. Dankeschön dafür. Und ja, ihr wisst ja, dass ich diese Arten von Apps wie ich sehr gerne mag. Und zwar ist das so eine kleine Strategie-App, wo man sich halt überlegen muss, dass man immer drei von diesen Punkten in eine Reihe bekommt und bei jedem Zug kommt halt wieder einer dazu. Und deswegen muss man dann halt hier immer versuchen, diese Punkte so anzuordnen, dass man halt so viele wie möglich davon wegmachen kann, damit das Feld halt nicht voll wird, weil wenn das Feld voll ist, hat man halt verloren. Und dabei gibt es natürlich jetzt noch Einschränkungen, zum Beispiel haben wir jetzt hier nur ein 4x4 Feld mit drei Farben, da gibt es natürlich dann auch noch andere, mehrere Farben, dann wird es natürlich noch viel schwieriger und natürlich auch noch größere oder kleinere Felder. Ich denke mir jetzt 4x4 und drei Farben ist so der Standard jetzt hier bei dieser App. Und das ist wirklich sehr nett, weil wir halt hier wieder, das ist so ein bisschen, erinnert mich das an Freeze oder halt 2048, ist es irgendwie so vom Prinzip her ziemlich ähnlich. Außerdem, was hier noch vielleicht ein bisschen neu ist im Gegensatz zu anderen Spielen, dass es hier halt so Joker-Punkte gibt, die dann so blinken und die dann halt als jede Farbe eingesetzt werden können. Ja, das gibt es zum Beispiel bei 2048 nicht. Und ja, hier geht es halt um Farben und nicht wie bei 2048 um Zahlenwerte und die verschwinden halt hier auch, das ist halt der Unterschied. Also wie ich ganz nett, ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Zum Schluss bekommt man halt seinen Highscore. Und ja, somit kann ich mich verabschieden. Ich wünsche mir auf jeden Fall nochmal ein paar Vorschläge. Und jetzt zum Schluss habe ich noch zwei Videoempfehlungen für euch. Und zwar einmal links ein Video, in dem ich auf die Frage eingehe, ob Windows Phone eine Alternative zu Android darstellt. Und rechts einmal ein kleiner Test von Battlefield Hardline. Wirklich sehr interessant, klickt euch mal rein. Falls ihr das Video auf eurem Handy anguckt, könnt ihr auch einfach in die Beschreibung gehen. Da sind die Links zu diesen Videos. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.